Mittlerweile haben wir schon die 11. Woche bei unserem Stecklingversuch. Die kleinen Jungpflänzchen sehen gut aus. Es gibt jetzt keine großartigen Veränderungen, außer dass die immer größer und größer werden. Fangen wir hier an. Hier diese Spitze vom Polarbär im Töpfchen. Sieht sehr gut aus. Man sieht die alten, jungen Blätter, die unten sind. Dann sieht man die Blätterchen, die hier noch gewachsen sind, als die Pflanze sich nicht so wohl gefühlt hat. Und hier haben wir schon bereits richtig gute, richtig tolle Spitzen. Polarbär hier im Grundboden fühlt sich sehr gut. Alle vier Triebe, so alle vier, sehen sehr gut aus. Wenn man auch näher hinschaut, auch hier sieht man, dass es vor ein paar Wochen die Pflanze Vitaminmangel hatte, Nährstoffmangel hatte, und jetzt mittlerweile die ganzen Blätterchen sehen sehr gut aus. Da kann man vergleichen, sowohl im Topf als auch hier im Grundboden sind die Pflänzchen sehr, sehr gut. Mit dem Unterschied, dass hier im Boden wir vier Triebe haben an einem verholzten Stamm. Und hier haben wir aus einer ganz kleinen, so klein war die Spitze, schon eine Jungpflanze gezüchtet haben. Bei Vanilla Phrase im Grundboden haben wir lange keine Veränderungen gesehen. Hier das verholzte Teilchen, das war der Steckling. Dann kam nach vielen Wochen ein Trieb raus. Hier unten gibt es auch noch mal eine Knospe, aber die bewegt sich nicht, die ist im Ruh- und im Schlafzustand. Die haben wir jetzt ein paar Wochen beobachten können und jetzt hat die sich verhärtet, die hat sich gebildet und verhärtet, die ist nicht weiter gewachsen. Und diese Knospe, die hier aufgewacht ist, hat den Trieb rausgelassen und sogar hier am Ansatz verhärtet sich langsam der Trieb. So, gehen wir nach oben. Und so kann man schauen, wie jetzt die Vanilla Phrase aussieht. Vor ein paar Wochen ist dieser junge Trieb relativ gelb gewesen von den Blätterchen. Und ich habe langsam die Pflanze an die frische Luft gewöhnt. Mittlerweile steht die so offen. Es ist nichts mehr zugedeckt. Und langsam werden auch hier die Blätterchen an der Spitze grüner. Also dieser kritische Zustand, wo die Pflanze zugedeckt war und Nährstoffmangel hatte, haben wir überstanden. Die Telehortensie hier im Töpfchen sieht wunderbar gut aus. Ich habe hier die Erde aufgefüllt, weil, Moment, ich drehe mal so. Ich habe die Erde aufgefüllt, weil die ganzen Wurzeln frei lagen. Die neuen Triebe und die neuen Knospen werden auch unten am Ansatz gebildet. So sieht diese Jungpflanze aus. Wunderbar. Die Telehortensien hier im Grundboden sehen nicht so groß aus, entwickeln sich aber prächtig und schön. Ein Trieb haben wir bekommen aus dem Steckling und aus einem verholzten Steckling, das ich nicht so gepflanzt habe, senkrecht, sondern waagerecht eingepflanzt habe. Hier war ein Trieb, das war der erste. Hier waren an der Seite die Triebe rausgerissen, um einmal einpflanzen zu können und zweimal einpflanzen zu können. In den ganzen Wochen haben sich dort neue Knospen gebildet und die neuen Triebe sind gewachsen. So sehen die aus. Die sind jetzt mittlerweile fast alle gleich groß. Der Trieb ist wirklich vielleicht 1 Zentimeter kleiner, wenn man so vergleicht. Und es bildet sich sogar noch ein kleiner Trieb. Moment, ich gehe da mit dem Handy rein. So. Da bildet sich sogar noch ein vierter. So kann man es vielleicht besser.
sehen. Das ist ein bisschen ungeschickt. Da kann man sehen. Da kann man sehen, dass es sich mittlerweile da unten sogar noch ein vierter Trieb bildet. So sehen jetzt unsere Versuchspflänzchen aus. Man kann es jetzt keine Stecklinge mehr nennen. All diese Stecklinge sind zu Jungpflanzen geworden, die sich gut entwickeln. Auch Vanilla wird etwas größer und stärker bis zum Ende des Wachstumsjahres. Und Polarbärchen wird sich auch noch stärken. Im Prinzip große Veränderungen werden wir jetzt keine sehen. Wir werden noch diese Pflanzen umtopfen müssen. Das wird bei dem Versuch auch noch gezeigt. Das kommt dann erst später. Ich zeige aber trotzdem weiterhin wöchentlich die Übersicht, weil es einfach schön ist, zuzugucken, wie die Pflanzen sich entwickeln, wie aus ganz kleinen, feinen Stecklingen wunderbare, tolle Pflanzen werden, die uns viel Freude in Zukunft bereiten. Abonniert mich, drückt die Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.